Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Janik Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und heute gibt es ein Tutorial für den Ghost Surf. Klappt so. Erhalte jetzt den kostenlosen Zugang zu den Lektionen und starte mit deinem Training. Ich habe mir überlegt, wie ich das Tutorial am besten angehen kann, um es am verständlichsten für euch herüberzubringen. Ich möchte beginnen mit einer Theorieform, wie überhaupt der Schlag an sich funktioniert, was dabei wichtig ist, und werde dann nachher noch eine kleine Anleitung geben, wie ihr Step by Step zum fertigen Ghost Surf kommt. Grundsätzlich ist mit dem Ghost Surf gemeint, dass wir einen starken Unterschnittball spielen, aber dann noch eine Täuschung obendrauf setzen, um dem Gegner zu vermitteln, dass Überschnitt kam. Wie sieht das Ganze aus? Wir werfen den Ball hoch, gehen hier mit dem Handgelenk von unten nach oben hinter den Ball. Wenn der Ball aus dem Schläger getitscht ist, setzen wir nochmal das Entgegengesetzte, um diese Täuschung eines Überschnittes Ball anzudeuten. Grundsätzlich funktioniert dieser Schlag nur mit der Aufschlaggriffhaltung, das bedeutet nur zwei Finger. Damit ihr hier auch diese Neigung habt, würde ich den Schläger normal in die Hand nehmen, könnte ich hier schlecht diese Neigung nach oben hinbekommen und es sähe einfach sehr hampelig aus. Deswegen zwei Fingerhaltung. Des Weiteren ist der Ballhochwurf ganz wichtig. Wenn ich jetzt hier so mache, so ganz flach nur hochwerfe, werde ich nicht diese Täuschung hinbekommen, weil ich einfach nicht genügend Zeit habe. Das ist der wichtigste Faktor bei diesem Aufschlag. Was auch noch sehr wichtig ist, dass ihr nicht hier ansetzt und dann hochschraubt zum Beispiel. Das geht zwar, ist aber nicht so wirklich stark mit Unterschnitt gespielt und ihr habt wenig Täuschung drin. Deswegen empfehle ich immer, hochwerfen und wirklich von unten kommen. Sehr gut. Was auch noch wichtig bei diesem Aufschlag ist, ist ein lockeres Handgelenk und dass ihr das Handgelenk bewusst einsetzt. Kein steifes Handgelenk, sondern das Handgelenk erzeugt letztendlich den Spin, aber es sorgt vor allen Dingen dafür, dass ihr den Ball dünn trefft, dass ihr den nur streift in dem Moment. Wenn ihr das hinbekommen habt, dass ihr erstmal einen sehr starken Unterschnittball hinbekommt, der zurückrollt, dann ist dieses On Top, die Täuschung, ein Kinderspiel. Das werdet ihr mit ein bisschen Übung hinbekommen. Wichtig ist, dass ihr einen geraden Ballhochwurf habt, dass er genügend Höhe hat, dass ihr euch sicher fühlt, hier auch hoch zu schneiden. Das ist nämlich für viele sehr ungewohnt, von unten zu kommen und dann hochzureißen. Viele arbeiten nur hier auf dieser Ebene, die sie kennen, oder drücken man den Ball rein. Aber von unten nach oben zu kommen, das ist für viele sehr neu, weil das eigentlich nur bei diesem Unterschnitt- oder Seitunterschnittaufschlag angewendet wird. Des Weiteren ist wichtig, wie ihr hier die Neigung wählt, denn mir passiert das sogar selber häufig, dass der Ball zwar zurückkommt, aber dass er eine schöne Kurve macht. Er titscht links auf und endet oder rollt rechts zurück. Das heißt, ich habe sehr viel Seitunterschnitt auch gewählt. Manchmal gelingt es mir aber auch, den perfekt gerade zu halten, dass er sehr parallel hinrollt, aber auch wieder parallel zurückkommt. Da müsst ihr halt auch ein gewisses Gefühl entwickeln und eine Sicherheit, dass ihr da wirklich immer den richtigen Winkel wählt. Jetzt werde ich euch mal versuchen, Schritt oder Step by Step, hört sich im Englischen schöner an als Schritt für Schritt Anleitung, dass ihr selbstständig zu dem Unterschnittaufschlag hinkommt. Schritt Nummer 1 ist eine Vorübung, ganz ohne Aufschlag. Ihr versucht nur diesen Ball zu schneiden und aufzufangen. Und ihr könnt am Sound in eurer Hand hören, ob genügend Spin drin war. Kleiner Tipp, ihr müsst beim Fangen den Ball die Fingerspitzen nach oben zeigen lassen. Da
damit so eine wirkliche Kugel entsteht. Ich zeige das mal hier, damit ihr auch die Auswirkungen vom Spin spüren und hören könnt. Okay. Das ist also die Vorübung. Das sollte nicht so aussehen, dass der Ball wegtitscht, dass ihr den hart trefft, sondern immer ganz fein nur streift. Und dabei schon darauf achten, dass ihr nicht das Ganze so macht, sondern von unten nach oben. Umso mehr ihr den an der Schlägerspitze trefft, umso mehr Spin erzeugt ihr, weil dort eine bessere Hebelwirkung ist und einfach mehr Geschwindigkeit erzeugt wird, als beispielsweise hier am Griff. In dem zweiten Schritt würde ich empfehlen, einen Ball zu spielen wie gerade, aber mit dem Ziel, dass ihr direkt auf die andere Tischhälfte kommt und schaut, ob der Ball auch wirklich zurückkommt. Ja. Oh, da seht ihr wieder, war ganz schräg von mir. Gut. So, warum mache ich das? Weil es bei dem Aufschlag extrem wichtig ist, dass ihr den so spielt, dass er nah am Netz auftischt, damit ihr einen möglichst kurzen und langsamen Ball spielt. Wenn ihr diesen Aufschlag nämlich spielt, so dass er hier das erste Mal auftischt, wird es kein kurzer und gefährlicher Aufschlag. Deswegen die Vorübung, erst auf die andere Tischhälfte zu kommen. Im dritten Schritt versuchen wir das Ganze jetzt schon zu kombinieren, aber wir achten dabei nicht auf die Höhe, die wir erzeugen, sondern erstmal nur, dass wir einen sauberen Aufschlag hinbekommen, der zurücktitscht. Kann aber hoch gespielt werden, soll sogar. Wenn ihr diese Übung auch erfolgreich abgeschlossen habt, ist jetzt eigentlich nur noch eins zu tun. Ihr solltet versuchen, den Ball möglichst tief fallen zu lassen und weiterhin hochzureißen. Dadurch, dass ihr den später trefft, wird es ein sehr kurzer Aufschlag und ein flacher Aufschlag, das, was wir vorher nicht geschafft haben. Deswegen einfach trauen, möglichst lange fallen zu lassen. Dabei ruhig mal an die Grenzen gehen und mal gucken, wie tief kann man den noch spielen. Da täuscht man sich meistens selber, was da alles noch möglich ist. Okay, und jetzt kommt noch die Täuschung oben drauf. Das heißt, ihr müsst den spielen und schnell drüber reißen, eine große Täuschung aufbauen. Und dann habt ihr schon den Ghost Surf. Oh, komm her. Konzentriert euch. Ihr seht, auch ich mache manchmal phasenweise Fehler. Dann müssen wir uns wieder sammeln. Immer wieder auch Zeit für den Aufschlag nehmen. Okay, versucht wirklich mal diese Anleitung zu benutzen, dass ihr euch peu à peu an die Endfassung herantastet. Ich empfehle auf jeden Fall mal mindestens 2 Kisten Balleimer nur diesen Aufschlag zu machen, weil erst mit der Zeit wird er sicherer. Ich habe das Video für euch gedreht, da habe ich auch, glaube ich, 1,5 Kisten lang diesen Aufschlag gemacht. Den habe ich vorher noch nie gemacht. Ich habe nur dieses Video gesehen und nach dem Video habe ich jetzt auch, wenn ich mal selber trainiert habe, diesen Aufschlag gemacht und er wurde immer sicherer, dadurch, dass ich das geübt habe. Es reicht also nicht, das 10, 15 Mal zu machen, sondern ihr müsst das schon 1, 2 Kisten lang machen, damit ihr auch hier Automatismen entwickelt und eine Sicherheit habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Wenn ihr gerne mehr von solchen Tutorials haben wollt, sagt mir Bescheid. Ich werde es auf jeden Fall beherzigen. Gebt uns doch einen Daumen hoch nach oben. Abonniert unseren Kanal. Macht's gut, euer Nick. Ciao, ciao. Aufschlag und Rückschlag. Mit diesen beiden Schlagarten kannst du am meisten Einfluss auf den Ballwechsel im Tischtennis nehmen. Willst du die Gegner mit deinen Aufschlagvarianten zur Verzweiflung bringen? Möchtest du auch gegen bessere Gegner mit starken Rückschlägen gut ins Spiel kommen? Zusammen mit Lars Hilscher habe ich alles in einem Videokurs gebündelt. Wir zeigen dir die Schlagtechniken im Detail und erklären dir, wie man gegen verschiedene Spielertypen die Aufschläge und Rückschläge spielt. Erfahre geheime Strategien, die dir so noch keiner gezeigt hat. Alles in leicht umsetzbaren Videolektionen und für jeden Spielertypen geeignet. Erhalte jetzt den kostenlosen Zugang zu den Lektionen und starte mit deinem Training.